Herzlich willkommen beim Stempelpalast. In unserer heutigen Folge Produktvorführung schauen wir uns ein Produkt an aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog von Seite 13. Dort gibt es ein Kreativset Accessoires Geburtstagssoiree. Hier, das ist dieses Set. Das schauen wir uns heute an. Es kommt in unserer Acetatschachtel und wie ihr seht, kann man auch schon so ein bisschen was erahnen. Muss hier nämlich auch schon eine 3 herausholen, denn ich zeige es euch gleich. Hier gibt es vorgestanzte oder vorgelaserte Blätter, in diesem Fall mit Zahlen. Und hier ist die 3 sogar schon abhanden gekommen. Also kann man ganz einfach herausdrücken. Ich werde das jetzt auch mal zeigen, denn ich drücke mir solche Accessoires auch alle heraus und tue sie dann woanders hinein zum Aufbewahren, damit man da einfach schneller dran kommt. Also wie ihr seht, das geht ganz einfach. Bisschen drücken und dann kommen hier die Accessoires schon ganz von alleine raus. Nur die 7 will nicht. Ja, die ist ja auch sehr filigran, ne? So. So, das mache ich gleich noch weiter. Wir gucken hier weiter. Pergamentpapier. Zusammen mit kleinen Blüten. Die sind so silbern schon wie embossed. Sollte mal meine Finger da wegnehmen, dann seht ihr auch was, ne? So. Echt schön. Glänzen total gut. Einmal als Blüte und einmal als Blatt. Sehr schön. Dann haben wir hier die Torte. Die gibt es ja dann auch noch mal als großes Thema auf der Doppelseite im Katalog. Kann man auch ganz einfach hier rausnehmen. Hinten weiß zum Aufkleben. Mit Silber. Total gut. Ein paar Blümchen dazu. Also es ist immer nur an so ein paar Stellen perforiert, ne? Ihr kennt das. Ein paar Blümchen dazu. Das geht echt gut. So, hier haben wir dann auch nochmal. Ja, ich nehme die Finger wieder weg. Auch alles schön glänzend in Silber. Dieselben Blumen, die wir hier in koloriert haben, haben wir dann hier nochmal ohne. Torte in einer anderen Farbe nochmal. Ist auch sehr schön. Und diese Blüten finde ich auch total schön. Auch alle, also die silbernen Linien sind wirklich alle glänzend. Es sieht ein bisschen aus wie embossed. Ist total schön. Sehr edel und mega leicht gemacht. Muss man einfach nur noch zusammenkleben. Und schon hat man es dann. Dazu gibt es ein paar kleine so, hier haben wir sie für euch. Schwupp. Da ist noch eine drin. Mini kleine Wäscheklammern. Funktionieren auch. Kann man also wirklich tatsächlich was mit festhalten. Ist auch sehr süß. Dann haben wir ein bisschen Washi-Tape dabei, auch in Silber. Und hier haben wir ein bisschen Band. Ich hätte früher gesagt, das Pannesamt, also dieses hier ist hinten. Warte, ich nehme meine Hand. Ah, hier, ich habe
so eine Karte hier zufällig gerade liegen. Das ist hinten. Und hier ist Pannesamt, falls ihr das kennt. Das wäre vorne. Ist auch sehr schön. Boah, so einen Meter würde ich behaupten. Müsste aber eigentlich auch hier drin stehen. Samtband mit Wellenkante in Ozeanblau. 91 cm lang, jawohl. 12 weiße Mini-Wäschklammern. Was haben wir denn hier noch? 2 Bögen mit Vorschnitten aus Pergament. 2 Bögen mit Vorschnitten aus bedrucktem Karton. Ein Bogen mit vorgestanzten Zahlen, 6 Mini-Papierquasten, die haben wir noch nicht angeguckt, die gucken wir jetzt an. Flamingo-Rot, Ozeanblau und Weiß, das sind diese hier. So ein bisschen ähnlich wie die, die wir haben im Jahreskatalog, im Orient-Set, da haben wir auch so Quasten. Sehen auch ganz süß aus. Irgendwo dranhängen. Ja, schön. Auf jeden Fall, also ich finde wirklich ein mega Set für Accessoires, um ganz schnell diese Grundkarte, die ich hier ja gerade schon liegen hatte, mit Leben zu füllen. Das können wir gerade auch noch mal tun. Damit ihr auch mal seht, wie ich sowas tue. Gibt es hier einfach eine Grundkarte, die ist ein und Entschuldigung, ich habe irgendwie echt einen Frosch in der Hals die letzten Wochen. So, also 21, gefalzt bei 10,5 und die lange Seite hier ist 14,5. Das ist mein Standardkartenmaß und ja, das benutze ich relativ häufig, also eigentlich immer. Es sei denn, ich mache ganz besondere Karten. Ich nehme jetzt auch keinen Aufleger und keinen extra Layer, sondern ich mache das ganz schlicht und einfach, damit ihr das auch nachvollziehen könnt und schnell nachmachen könnt. Wir nehmen uns als erstes mal so ein Törtchen. Da haben wir zur Auswahl Törtchen in Gelb und Törtchen in Weiß und Törtchen in Rosa. Törtchen in Weiß ist natürlich jetzt sehr schlicht. Das würde ich nicht auf einen weißen Hintergrund setzen. Also haben wir Törtchen in Rosa und Törtchen in Gelb. Und dann bin ich natürlich Mädchen und nehme das Törtchen in Rosa. So. Ich lege mir das auch immer erst auf die Karte, bevor ich sowas festklebe, weil ich immer noch darüber nachdenke, wie hoch, wie tief. Wo muss noch was hin? Geht das so? Und klebe mir das also erst fest, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass das so bleiben kann. Bei diesem Pergament kann ich euch noch den kleinen Tipp geben, klebt die Teile an, die hinterher nicht mehr zu sehen sind, wie zum Beispiel dieser Stiel, der hier gerade unter der Torte verschwindet. Denn unter diesem Klarsichtkleber sieht man, oder unter diesem durchsichtigen Papier sieht man den Kleber. Und damit das eben nicht passiert, müsst ihr da kleben, wo man es nicht mehr sieht. So. Und dann nehmen wir noch, was haben wir denn noch Schönes? Oh ja, guck mal, wir haben hier noch ein großes Blatt, das große Blätter. Die stecken wir auch noch hier hinter. Einfach ganz vorsichtig rausbrechen. So. Und dies hier kommt da auch noch mit hin.
Pause dazu. So, und jetzt unterstellen wir einfach mal den 60. Geburtstag. Dann nehmen wir hier eine 6. Ah, das wird auch schon schwierig, denn das Weiß auf Weiß sieht man nicht. Nicht gut, aber wir machen es einfach so. 60. Geburtstag. So. So schnell könnte die Karte fertig sein. Wem es noch nicht genügt, der kann das ein bisschen hochrutschen und hier unten noch einen Streifen Washi-Tape drunter kleben. Aber ich finde, und ich bin ja tatsächlich ein sehr schlichter Bastler, ich finde, das ist schon genug. Jeden Fall. Ja, habt ihr gesehen, so schnell geht das mit dem Set und einfach einer Grundkarte eine Karte zu basteln. Ich hoffe, ihr habt Gefallen an dem Set gefunden. Wenn ja, dann meldet euch bei mir. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe und tschüss. Thank you.